Bevor das Video beginnt, wollte ich einfach noch sagen, dass ihr über die Infokarten abstimmen könnt, welches Kit ich als nächstes haben soll bei dem Format Neue Runde, neues Kit. Und mich würde es echt freuen, wenn wir auf diesem Video hier am ersten Tag schon die 1000 Likes knacken würden. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir wieder die Challenge. Neue Runde, neues Kit. Ich habe mir das nämlich als Formatidee überlegt. Und zwar beginnen wir heute mit dem Enderman-Kit. Ich habe mir auch schon eben ein paar Sachen geholt und möchte auch direkt hier in die Mitte gehen. Weil das Ding ist, auf der Map gehen so gut wie keine Leute in die Mitte. Deswegen versuchen wir das Ganze mal und da ist schon jemand gestorben. Ich werfe mal in die Mitte rein. Ich hoffe mal, dass es funktioniert. Wenn nicht, bin ich tot. Es hat auf den letzten Block funktioniert. Oh mein Gott, sehr schön an der Stelle. Ich höre jemand irgendwie. Ist er noch? Oh Gott, die war noch. Oh mein Gott! Diese Kombos, die ich ihm gedrückt habe. Oh mein Gott. Ach du meine Güte. Nice, den haben wir auf jeden Fall gekillt. So, wir haben noch eine Enderperle zum Retten. Dann haben wir hier noch einen Dia-Helm. Das Ding ist, viele sagen, ja, beziehungsweise habe ich es unterm letzten Video gelesen, warum Leute soll es mal irgendwie was in den Videos reden. Und das Ding ist einfach, bei solchen Challenges fällt mir halt so gut wie gar nichts ein, was man dann überreden könnte. Man könnte vielleicht mal über das 100.000 Abonnenten-Special reden. Das Ding ist, wir haben jetzt sau gute Sachen, ne? Wir setzen mal das hier hin. Dann setzen wir eben noch hier, Sticks und Fäden rein. Dann holen wir jetzt eben den Rod. Sehr schön. Wo sind denn die Gegner? Da ist ein Gegner, da ist ein Gegner. Okay, perfekt. Auf jeden Fall haben sehr, sehr viele unten in die Kommentare geschrieben, ob es einen 24-Stunden-Stream gibt, ob es beispielsweise ein neues Resource-Pack gibt, beziehungsweise ob es sogar einen neuen Minecraft-Server gibt. Und ich bin ehrlich, ich verrate es euch nicht. Ich weiß auch noch nicht zu 100%, ob es jetzt dabei war. Dias, brauchen wir das unbedingt? Ich glaube eher nicht. An der Stelle, gut, wir nehmen mal hier einen Wassereimer mit. Dann natürlich noch Blöcke. So, Schneebälle noch mitnehmen. Nice, ein Gap auch, sehr schön. Alter, wir haben sau viele Wurfgegenstände wieder an der Stelle. Das Ding ist, ohne jetzt dumm zu klingen, ich nehme immer die erste Runde hier auf. Bin mal echt gespannt, ob wir das gewinnen. Das Ding ist, ich bin nicht eingespielt, das ist die erste Runde heute. Ich würde mal sagen, wir gehen in die Richtung, weil unser Kompass zeigt in die Richtung. So, der Gegner ist jetzt also in der Base hier. Wie viel leben wir noch? Mit mir leben noch insgesamt 5 Leute. Bedeutet, ich müsste noch 4 Leute killen. Lohnt sich's den Gap für ihn hier zu wasten? Wir werden einfach die Enderperle und Fox ihn runter. Tschüss. Ja, wir haben gekillt, perfekt. So, wo ist der nächste Gegner? Der ist auf jeden Fall tot an der Stelle. So, wir laufen jetzt in die Richtung hier. Und mal gucken, wie er hier equipped ist. Okay, die sind auf jeden Fall auch immer ein bisschen weiter entfernt, wie ich gedacht hatte. Die Map ist zwar, glaube ich, das ist eine 16x1 Map, Military. Glaube ich schon, so wie die Maps aussehen. Ja, das ist 16x1 an der Stelle. Mal gucken, ob wir das gewinnen. Ohne Witz, die Challenge, beziehungsweise die Formatidee, neue Runde, neues Kit, ist irgendwie noch nie passiert. Das ist richtig dumm eigentlich. Finde ich richtig, richtig schade. Ist er an der Base? So, wir gehen jetzt erstmal rein und werfen uns hier rüber. Und mal gucken, wo er hier ist. So, dann müsste er eigentlich hier oben irgendwie sein. Oder ist er unterhalb? Komm, er baut sich einfach hier zu der Base, unterhalb durch. Oh mein Gott. Was ist denn dem sein Ziel? Wow. Wow. Einfach nur wow. Was war denn dem sein Ziel in der Runde? Wie lange hält Stärketrank? 30 Sekunden. Okay, Regeneration haben wir dann auch an der Stelle. Wir haben halt echt wieder mega das gute Equip am Start. So, ich würde sagen, wir gehen wieder zum nächsten Gegner. Oh Mann, die Runde hier wieder. Ist auf jeden Fall auch spannend. Weil man kann auf jeden Fall nicht wissen, wie die Leute reagieren, wenn man auf die einfach kloppt. So, ich gehe mal in die Richtung. Wir haben eine Enderperle zum Retten. Ich glaube mal, der eine Gegner ist sogar Richtung Mitte gelaufen. Bin ich mir aber noch unsicher. Also, ich würde sagen, wir gehen jetzt zum nächsten Gegner. Es nehmen nur noch 2 Gegner. Achso, was ich auch noch sagen wollte ist, ihr könnt ja mir mal unten in die Kommentare schreiben, mit welchem Kit ich als nächstes spielen soll. Ich würde auch sagen, dass ich in den Infokarten einfach mal 4 Kits irgendwie raussuche, die ich jetzt so beim nächsten Video mal verwende.
die ich natürlich noch nicht hatte, ist natürlich irgendwie auch wichtig an der Stelle, weil das Ding ist, ich hatte halt echt schon Enderman Kit, Tank Kit und mal gucken, das sind gleich, sag ich mal, die Low Kits, sag ich mal, die jeder verwendet und die jetzt auch nicht so schwer zum Spielen sind. Welche Kits zum Beispiel mega cool wären, wäre jetzt Pyro Kit, Soup Kit oder natürlich so, ich weiß gar nicht, was es, ich glaube, Hasen Kit oder so, irgendwie sowas heißt, ist es. So, ich esse mal den Gap hier, damit ich wieder meine Herzen bekomme. So, dann baue ich mich hier nach hinten. Ah, da hinten läuft ja schon der Gegner. Sehr schön. So, ich gehe mal hier rüber und guck mal, dass ich mich dann auch gleich in den Cobweb setze, sofern er kommt. Hallo. Ach, das sind sogar beide Gegner. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Und flieg runter. Ja, nein. Ich hab's überlebt. Ich hab noch einen Wassereimer. Oh mein Gott. Tschüss. Geh weg. Oh mein Gott, ich hab's überlebt. Warte, wir nehmen einfach den Wassereimer. Jetzt sollte der eigentlich sterben. Jo, der sollte eigentlich abfließen. Oh mein Gott, ich hab die erste Runde gewonnen. Das gibt's doch nicht. Was? Wie? Oh mein Gott, die Runde war ja nur pures Glück an der Stelle. Oh mein Gott. Auf jeden Fall stimmt oben über die Infokarten ab. Und dann würde ich sagen, was, die Runde, haut rein. Euer Baumler, bis zum nächsten Video. Tschüss.